Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zu einem etwas ernsteren Thema, was meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist und wo ich mich wirklich erschrocken habe, als ich heute Morgen davon mitbekommen habe. Und zwar geht es um einen DM-Skandal, der jetzt ziemlich neu ist. Und zwar hat DM eine Rückrufaktion gestartet, wo ich sehr, sehr schockiert drüber war, weil ich dieses Produkt auch zu Hause hatte und auch in Benutzung hatte. Und wirklich ein wenig schockiert darüber war, dass sowas quasi DM mal passiert. Natürlich kann das jedem mal passieren, aber ich finde die Auswirkungen, was dieses Produkt mit dem Menschenkörper anstellen kann, wirklich ziemlich heftig. Und zwar hatte ich heute Morgen einen Artikel über die Seife gelesen und war wirklich sehr, sehr schockiert. Und zwar werde ich euch das Produkt einfach mal zeigen. Es geht um diese Seife hier. Die schaut so aus. Das ist von Balea, die Cremeseife Buttermilk and Lemon. Und die riecht wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr gut und sehr frisch. Und in dieser Seife befinden sich tatsächlich Keime, die wirklich sehr, sehr schädigend sind für den menschlichen Körper. Denn es wurde festgestellt, nachdem man sich die Hände damit gewaschen hat, hat man einen Hautausschlag bekommen durch die Keime, die in dieser Seife hier drin sind. Die Keime, die sich hier in dieser Seife befinden, schädigen quasi Leute, die ein schwächeres Immunsystem haben. Aber es wurde auch nachgewiesen, dass einige komplett gesunde Leute quasi einen Hautausschlag davon bekommen haben. Beziehungsweise eine Vergiftung, wenn man das so sagen kann. Weil das Ganze kann natürlich auch zu einer Blutvergiftung führen, wenn man zum Beispiel sich die Hände mit der Seife wäscht und eine offene Wunde hat. Einige von euch kennen ja sicherlich auch mein Video, warum ich im Krankenhaus war. Und da hatte ich ja auch eine Wunde am Fuß, die ja von der Kosmetikerin verursacht worden ist. Und da sind ja auch ganz, ganz viele Keime in die Wunde gelangt, sodass ich dann eine Blutvergiftung bekommen habe. Und wie viele von euch wissen, kann man an einer Blutvergiftung sterben. Also ist mit dieser Seife wirklich nicht zu spaßen. Und zwar könnt ihr halt schauen, ob ihr die Seife erwischt habt, die quasi mit den Keimen infiziert ist. Indem ihr diese Nummer hier vergleicht. Im Internet steht auch, um welche Nummer es sich handelt. Ich werde auch nochmal schauen, was hier drauf steht, werde ich euch am besten hier irgendwie einblenden oder schaut einfach mal in die Infobox. Auf jeden Fall sollen da alle Seifen zurückgegeben werden. Ihr bekommt eure 55 Cent zurück, was ja natürlich nicht die Welt wert ist. Aber trotzdem, ich finde, sowas geht einfach mal gar nicht, dass so eine Seife in den Markt kommt, wo man wirklich dran sterben kann, wenn man es so will. Und ich hätte wirklich nicht von DM erwartet, dass sowas mal produziert wird oder in den Verkauf gelangt. Klar, es kann jeder Firma mal passieren, aber ich werde trotzdem weiterhin DM treu bleiben, sage ich jetzt mal. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr erschreckend, dass man sich quasi auf ein Produkt nicht komplett verlassen kann. Wie gesagt, DM hat damit eigentlich gar nicht wirklich viel zu tun. Es kann jeder Firma passieren. Wenn man irgendwie schlampig gearbeitet wird oder so, dann ist das halt eben das Resultat davon. Aber ich finde es wirklich ziemlich erschreckend, dass sowas auf den Markt gebracht wird und wirklich in super, super oder in allen Filialen eigentlich verkauft worden ist mit diesem Keim drin. Und das ist wirklich richtig, richtig furchtbar. Und hier steht auch noch Enterobacter. So nennt sich übrigens dieser Keim, können unterschiedliche Infektionen auslösen. Dazu gehören etwa Blutvergiftungen, Entzündungen der unteren Atemwege, Entzündungen von Haut und Gewebe und von Organen. Ich hatte mal gerade gesehen, Entzündungen von Haut und Gewebe, das war ja der ganze Hautausschlag, den die Kunden da beschrieben haben. Da hat auch eine Mutter zum Beispiel geschildert, dass ihr Säugling ganz, ganz viele Pusteln um den Mund rum hatte. Und das ist wirklich ganz, ganz schlimm, gerade bei kleinen Kindern. Und diese Seife ist wirklich absolut gefährlich. Ich werde meine jetzt auch wegschmeißen, ich werde die auch gar nicht zurückgeben. Ich glaube, da ist mein Sprit teurer zu DM, als die Seife dann da abzugeben. Wisst ihr, wie ich meine? Weil 55 Cent sind, glaube ich, einfach die Tonne werfen. Fertig. Ja, ich bin froh, dass mir jetzt nichts passiert ist, aber ich habe da trotzdem keine Lust mehr drauf. Deswegen kommt es jetzt einfach weg. Und ich dachte mir, ich drehe jetzt einfach mal ein Video dazu, weil ich wusste persönlich davon gar nichts. Mir hat das heute Morgen eine Freundin geschickt, weil sie es irgendwie durch Zufall gelesen hatte und wusste, dass ich diese Seife zu Hause habe. Auf jeden Fall wollte ich mit diesem Video auch euch damit warnen, falls ihr diese Seife habt und euer DM nicht zu weit weg ist. Dann könnt ihr gerne dorthin gehen, euch das Geld wieder zurückholen, weil DM macht momentan ja diese Rückrufaktion. DM hat sich auch noch gar nicht zur Presse geäußert, was ich natürlich auch verstehen kann. Es ist halt ein Riesenskandal für DM, weil diese Seife halt mega, mega gefährlich ist. Und gerade, wie gesagt, wenn man irgendwie eine offene Wunde hat und sich dort drinnen diese Keime verbreiten, beziehungsweise erstmal dort eindringen, dann habt ihr halt den Salat und dann habt ihr eine Blutvergiftung und könnt tatsächlich dran sterben, wenn ihr es nicht bemerkt, was halt echt richtig heavy ist. Ja, so viel dazu. Ich werde DM trotzdem weiter treu bleiben, aber ich finde es schon echt ziemlich, ziemlich krass und
Ja, ich weiß nicht, was haltet ihr davon? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wie gesagt, es kann jeder Firma passieren, aber trotzdem ist man da schon so ein bisschen schockiert und leicht erschüttert. Ja, ich denke, DM wird in der nächsten Zeit darauf achten. Also das wünsche ich mir zumindest als Kundin von DM. Aber wir werden schauen. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wer von euch diese Seife zu Hause hatte oder ob ihr auch einer der Opfer wart, sage ich jetzt mal. Das würde mich echt mal interessieren. Wie gesagt, ich hatte die Seife auch zu Hause und bin echt erschüttert. Aber gut, wie gesagt, lest euch die Infobox durch für mehrere Infos. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zu einem hoffentlich schöneren Video und bis bald. Ciao!